Wir machen nicht auf. Es sind unsere Mittwochnachmittage. Nun, was hast du denn heute vor? Sag mir bitte gleich, wie teuer das ist. Der hat's aber sehr eilig. Du bist nicht da. Wenn was Dringendes in der Klinik wäre, würden Sie anrufen. Über den Tribut, den ich für meine Überbeschäftigung zu leisten habe, unterhalten wir uns dann später. Hm? Ich hab dich nicht geheiratet, damit du mich zu deinem Schmuckstück machst. Hast du nicht? Wir fahren jetzt in Ihre Praxis. Mein Kollege kümmert sich so lange um Ihre Frau, dass die keine Zicken macht. Die Klinik? Die Klinik, in deine verdammte Praxis. Das war nicht mein Mann, den Sie da rausgetragen haben. Wie? Das war nicht Dr. Jonas. Wo ist mein Mann? Frau Jonas? Bitte, Frau Jonas, Sie müssen jetzt sehr gefasst sein. Ich weiß, das sagt sich so einfach, aber... Diese Gangster haben ihn umgebracht. Überrascht. Wenn Sie die Sprechanlage auch benutzt hätten, als die Bankräuber kamen, dann wären Sie nicht überrascht worden. Wissen Sie, mein Mann... Den Sie kaltblütig ermordet haben. Sind Sie verrückt? Frau Jonas, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Ihren Mann getötet zu haben. Aber das ist doch... Das ist doch... Bitte packen Sie die notwendigen Sachen zusammen. Ein glatter Justizirrtum ist das. Ich rufe sofort meinen Anwalt an. Entschuldigung. Dann hindert Sie keiner. Allerdings gar nicht warten können, bis er hier ist. Termine kann er mit dem Ermittlungsrichter Overbeck absprechen. Sie beschuldigen mich ernsthaft, meinen Mann getötet zu haben. So wie Sie es mit Heiko Renner abgesprochen hatten. Heiko? Heiko hat das behauptet. Ja, glauben Sie, dass der den Kopf hinhält für den Mord? Haben Sie das wirklich erwartet? Aber er... Er war es doch... Er oder einer seiner Kumpanen. Und hat er Ihnen erzählt, ich wäre kurz nach ihm weggefahren und in die Praxis eingedrungen, als Sie drei weg waren? Einen eigenen Schlüssel besitze ich ja, das weiß er. Und dann werde ich kaltblütig. Ist das jetzt bereits ein Geständnis? Nein! Ich würde Sie trotzdem bitten, ein paar Sachen mitzunehmen. Ich habe ihn nicht umgebracht! Warum auch? Na, Sie werden nicht gerade ärmer durch seinen Tod. Ich habe ihn nicht umgebracht. Packen Sie jetzt Ihre Sachen.